Hallo Sven, wer bist du? Moin, ich bin Sven Krumbeck. Jetzt soll ich wahrscheinlich noch ein bisschen was über mich erzählen, oder? Das wäre schon irgendwie gut, ja. Ja, ich bin 30 Jahre jung, habe eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, dann ein bisschen Politik und jetzt mache ich noch mal ein Studium zum Multimedia Producer und nebenbei auch ein bisschen weiter Kommunalpolitik in Kiel. Genau, du bist ja Ratsmitglied in Kiel und ihr habt schon länger das Thema Smart City am Start, ne? Was ist denn eigentlich euer Verständnis in Kiel von Smart City? Was ist für euch eine Smart City? Für uns ist eine Smart City eine Stadt, die souverän mit ihren eigenen Daten umgeht, versucht aus ihren eigenen Daten was zu machen, die aufzubereiten, die für die BürgerInnen anzubieten, daraus Lösungswege für die Zukunft abzuleiten und damit auch coole neue Sachen macht, zum Beispiel in Hackathons oder so. Genau, das habe ich tatsächlich gelesen. Ihr habt eine super Seite, wo ihr das alles gut erklärt. Welche Bereiche sollen denn bei euch alle smart werden? Das wissen wir heute noch gar nicht, welche Bereiche alle smart werden. Wir haben natürlich ein paar Ideen. Zum Beispiel arbeiten wir an smarten Parkplatzsensoren, damit wir weniger Autoparkplatzsuchverkehr haben. Wir haben aber auch alles Mögliche an zum Beispiel LoRaWAN-Initiativen, die irgendwie mit kleinen Sensoren unsere Feinstaubproblematik messen, weil wir da teilweise uns Fahrverbote gedroht haben, weil wir genau einen einzigen Hotspot haben, der irgendwie 200 Meter lang ist, auf dem regelmäßig die Feinstaubwerte überschritten werden, weil der nämlich nicht an der Wasserseite liegt und wir da regelmäßig Probleme haben. Aber wir haben auch Lösungen, mit denen haben wir noch gar nicht daran gedacht. Wir haben zum Beispiel an einem Stadtteil ein großes Rattenproblem gehabt und dann haben wir mit Hilfe von Leuten eine Mail-Melder-App gebaut, wie wir dann einfach in das Portal mit eingestellt haben, wo man dann illegale Müllablagerungen melden kann. Und so entwickelt sich das täglich weiter. Also da ist kein abgeschlossener Masterplan, wo wir sagen, wir machen jetzt die fünf Sachen und dann hören wir auf. Okay, das ist ja bestimmt auch sinnvoll. Du hast gerade LoRaWAN gesagt. Kannst du kurz erzählen, was das ist? Das ist so eine dezentrale Funktechnologie, die mit ganz niedrigen Strömen und langer Batterielaufzeit ein nicht vom WLAN oder Mobilfunk abhängiges Netzwerk erzeugt, wo Daten übertragen werden können. Es ist gut geeignet für die Sachen, die sich so im Bereich Internet der Dinge bewegen oder die so Sensoren, die alle Stunde mal eine Statusnachricht funken und nicht irgendwie in der Nähe von einer Netzwerksteckdose stecken, so glaube ich in der Kurzform. Okay, und deswegen ist das auch attraktiv, weil das kann man einfach an den Mülleimer ranpappen und gut. Oder Genau, zum Beispiel haben wir so runde Dinger, die sind ungefähr so groß und die bappt man auf dem Parkplatz und die haben einen Metallsensor drin. Das heißt, die merken, wenn ein Auto da drüber ist und die senden dann, glaube ich, bei uns im Fall, ich glaube, 5 oder 15 Minuten Radius senden die alle 5 Minuten, ob der Parkplatz belegt ist oder nicht, an die Zentrale und dann kann man auf einer Karte sehen, ob der Parkplatz frei ist oder nicht und kann quasi in 5 Minuten Echtzeit immer sehen, ob sich lohnt, dahin zu fahren oder nicht. Und diese Batterien halten dann zum Beispiel, glaube ich, ein ganzes Jahr. Also da muss man ein Jahr lang keine Batterien austauschen und muss es nicht an der Stromverbindung haben und auch nicht im Mobilfunknetz. das ist ja total praktisch. Ihr sammelt jetzt ganz viele Daten. Macht ihr euch auch Gedanken über Datensparsamkeit? Also was passiert mit diesen Parkplatzdaten, wenn ihr die sammelt und online zur Verfügung stellt? Also bei den Parkplatzdaten, da machen wir uns jetzt keine Gedanken darum, weil das ja keine personenbezogenen Daten sind. Und die stellen wir quasi einfach zur freien Verfügung ins Netz, damit die sich jeder, der Lust hat, in seine App mit einbauen kann. Ob das jetzt eine Parkplatzfinder-App ist, ob das jetzt Google Maps ist, die sich natürlich für unsere 5 Parkplätze, wo wir das gerade testen, nicht so interessieren. Aber die könnten das natürlich in ihre Verkehrsplanung mit einfließen lassen. Und diese Daten stellen wir einfach als Open Data allen Leuten zur Verfügung. Wir haben uns aber schon Gedanken um personenbezogene Daten gemacht. Wir haben uns Richtlinien gegeben für unsere Smart City-Tätigkeit, wo wir genau definiert haben, was für Standards wir uns setzen und auch welche ethischen Richtlinien wir für unsere Smart City haben wollen. Und was sind diese ethischen Richtlinien?
Also wir wollen zum Beispiel, dass Smart City Software, wenn möglich, Open Source entwickelt wird, dass damit lokale Akteure beauftragt werden, wenn möglich. Es ist gar nicht so einfach, weil man vom Vergaberecht her keine lokalen Akteure bevorzugen darf. Aber das, was geht, wollen wir machen. Wir wollen zum Beispiel, dass die von der Stadt erhobenen Daten auch irgendwie alle zur Verfügung sind. Also so ein bisschen in Richtung Public Money, Public Code. Bei uns müssen sich die Verantwortlichen in der Stadt rechtfertigen, wenn sie keine Open Source einsetzen wollen. Also wir haben da tatsächlich eine Klausel reingekriegt, dass die begründen müssen, wenn sie das nicht machen können. Und wir haben zum Beispiel Security by Design und Privacy by Design da drin stehen. Das heißt, dass Apps so kreiert werden müssen, dass sie so wenig Daten wie möglich, die sie nicht brauchen, machen müssen und noch ein paar mehr Richtlinien da drin stehen. Das klingt total attraktiv und das klingt auch, als wäre das mit der Bürgerschaft im Hinterkopf designt. Wie bindet ihr denn die Leute ein in der Smart City? Weil da gibt es ja auch bestimmt ganz viele, die sagen, oh, Daten sammeln, das ist grundsätzlich ganz schwierig und so. Also wie nehmt ihr die Leute mit, die in Kiel wohnen? Also wir haben grundsätzlich so mehrere Workshops gemacht. Also es gab so einen Workshop, ich weiß das gar nicht mehr, die genaue Jahreszahl, Kiel 2045 oder so. Also ich bin so schlecht mit Zahlen. Also es gab einen Workshop, wie sich die Kieler in Kiel in der Zukunft vorstellen. Und da gab es verschiedene Panels, also auch Mobilität und Verkehr. Und es gab auch ein Panel Digitalisierung. Und dann hat man darüber geredet, wie zum Beispiel die Bürgerservices in der Zukunft funktionieren können, ob man denn sich online ummelden kann, online Wohngeld beantragen kann und wie das Ganze denn funktioniert und welche Möglichkeiten ein Kiel da machen kann. Da war auch Smart City ein Thema und dann haben wir auch mit den Bürgerinnen darüber diskutiert, was die für Wünsche haben. Und diese Konferenzen haben eigentlich regen Andrang gefunden. Also die waren bei uns regelmäßig überfüllt und haben viel Anklang gefunden und mit den Ergebnissen daraus haben wir natürlich in die Prozesse einfließen lassen. Und hattet ihr so App-Design-Geschichten oder Hackathons oder so, wo Leute tatsächlich auch die Daten mit den Daten umgehen können? Habt ihr das schon gemacht oder ist das noch in Planung? Also wir haben sowas tatsächlich gemacht. Wir haben das Glück, in Kiel relativ viele Coworking Spaces zu haben. Und wir haben ja auch mit der digitalen Kieler Woche, digitale Äquivalent zu unserer analogen Kieler Woche, das ja die größte Segelveranstaltung der Welt ist, haben wir die digitale Kieler Woche, wo sich so die ganze Digitalszene aus Kiel trifft. Und im Rahmen der digitalen Kieler Woche haben wir auch Hackathons gemacht, wo man aus den Open Data Daten was Schönes bauen konnte. Zum Beispiel ist ein Open Data Hub ist daraus entstanden, was so ein bisschen mit Realtime-Daten so ein paar Graphenauswertungen macht. Und es sind auch eine zentrale CO2-Feinstaub-Mess-Webseite ist dabei rausgekommen, die die ganzen eigenen Sensoren zentral darstellt, wo man dann auf einer Karte sehen kann, wo in Kiel gerade die Luft gut ist und wo sie schlecht ist. Und sowas wird dann halt auch von der Stadt gefördert, zwar nicht direkt mit Geld, aber halt mit dem Zugriff auf Ressourcen und mit dem Zugriff auf die Ämter und mit der Unterstützung durch prominente Platzierungen auf der Homepage zum Beispiel. Okay, das ist ja ziemlich cool. Ihr habt auch tatsächlich einen, oh, wie heißt der? Chief Digital Officer, oder? Genau. Was macht der eigentlich? Den gibt es nämlich nicht überall, ne? Wir haben nämlich keinen. Also der Chief Digital Officer ist quasi eine Stabsstelle im Rathaus. Also das ist kein wirkliches eigenes Dezernat und auch keine Abteilung, sondern mehr eine zentrale Koordinierungsstelle. Das darf man auch nicht damit verwechseln. Da liegt er immer selber sehr viel Wert drauf, dass es nicht die IT-Abteilung der Landeshauptstadt ist. Die ist nämlich auch nochmal absolut parallel. Also die Leute, die Computer einrichten und die IT machen. Was er macht, er digitalisiert die einzelnen Verwaltungsabteilungen. Also Kiel ist eine der Modellstädte für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes in Schleswig-Holstein. Wir haben eine direkte Vereinbarung mit dem Land, dass bei uns ganz viele Mechanismen zum ersten Mal getestet werden, zum Beispiel der digitale Wohngeldantrag. Und die Stabsstelle Digitalisierung nimmt dann die Abteilung an die Hand und macht mit denen das gesamte Change Management. Das heißt, die führen bei denen erstmal die E-Akte ein, weil die teilweise noch mit Papier von A und B rennen und echte Aktenmappen zwischen zwei, wir haben inzwischen bald vier Rathäuser mit Außenstellen da hin und her fahren. Und dann führen die halt die E-Akte ein, dann sorgen die dafür, dass die Workflows digitalisiert werden. Dann sprechen die sich mit der Landesseite ab, dass die Software
so funktioniert, dass das Ganze kompatibel ist. Und dann machen die halt auch ganz viel Weiterbildung zwischen den internen Stellen und sorgen dafür, dass Ängste und Widerstände innerhalb der Verwaltung abgebaut werden und dass dieses ganze Change Management funktioniert. Und nebenbei machen die auch so innovative Projekte. Also die machen dann zum Beispiel diese Hackathons oder sorgen dafür, dass wir dann halt mal eine Bewerbung auf Bundesmittel für Smart City bekommen. Also wir haben da bei einer großen Bundesausschreibung mitgemacht und dann koordinieren die solche Sachen. Also die sind quasi so die strategische und langfristige Planung und darum kümmern die sich. Und die unterstehen halt auch direkt dem Oberbürgermeister und sind nicht irgendwie ganz weit hinten in der Hierarchie, sondern es schweben so ein bisschen zwischen den Zuständigkeiten. Ist quasi auch so eine Vorbereitung auf E-Government dann, also weil du brauchst ja die digitale Akte, um überhaupt in irgendeiner Form da anschlussfähig zu sein und so, ne? Okay, das ist ja total spannend. Wo siehst du, oder was ist dein Lieblingsprojekt der Smart City? Hast du eins? Gibt es eins, wo du sagst, oh, das fand ich total innovativ, das hat mir super gut gefallen? Oh, da gibt es viele. Ist auch schwer, das ein bisschen auf Smart City abzugrenzen. Also, was mir besonders gut gefallen hat, wir haben es hingekriegt oder schaffen das langsam, die ganzen Live-Daten unserer Busfahrpläne online zu stellen. Und zwar so gut, dass es inzwischen, also was für mich persönlich immer sehr hilfreich war, dass die endlich bei Google Maps auftauchen, aber dass die halt auch offen verfügbar sind und kleinere Leute, die in ihre App einbinden können und dass sie halt frei zur Verfügung stehen. Das hat mich sehr gefreut. Und da die Busse inzwischen alle mit GPS und Live-Ortung ausgemacht sind, sind zum Beispiel auch die Verspätungen und die, ob man den Anschluss erzugt und so weiter, das sind inzwischen Realtime-Daten und das ist schon sehr cool. Okay. Habt ihr auch so Rollergeschichten oder so? Also und verbindet ihr das zusammen mit eurem ÖPNV oder so Fahrradverleih? Also geht das bei euch über mehrere Transportmodi hinaus oder ist das jetzt rein Bus und Bahn gekommen? Also tatsächlich haben wir erst letztes Jahr unser Bikesharing endlich bekommen. Und zwar, wir machen das als Kielregion, also mit den Umlandgemeinden, dass man sich quasi bei uns ein Rad leihen kann und das halt auch über außerhalb der Stadtgrenze zurückgeben kann. Da sind wir mit Nextbike, das ist ein deutschlandweiter großer Anbieter, der haben wir da quasi eine lokale Lizenz gekauft und machen das aber quasi in Eigenregie, also mit der Kielregion GmbH sind wir da der direkte Anbieter und haben das Modell quasi nur geleased und die stehen halt zentral an Bus- und Bahnstationen, sodass man quasi die letzte Meile damit zurückmachen kann. Sowas wie E-Scooter haben wir tatsächlich noch nicht in Kiel, dafür sind wir noch nicht groß genug. Also Lübeck hat sie schon, obwohl Lübeck kleiner ist als wir, aber Lübeck ist halt näher an Hamburg dran, das macht es für die Verleiher einfacher. Also es gibt ein paar Leute, die Interesse haben und ein paar Verhandlungen laufen da schon, aber noch stehen die bei uns nicht auf der Straße. Aber das Bike-Sharing ist dafür auch gerade noch in der Erprobungsphase, kann man aktuell sogar die erste halbe Stunde kostenlos mitfahren. Und das wird den Zahlen nach sehr gut genutzt und es kommt sehr gut an und es kommen ständig weitere Stationen hinzu, sodass wir damit nachher eine ganz gute flächendeckende Abdeckung haben. Okay, und ist das eingebunden in eure Busumsteigesystematik, dass man sagt, ich steige aus dem Bus aus und weiß, da steht ein so ein Bike rum und das kann ich mir dann leihen? Ja, genau. Also die stehen halt strategisch an unseren innerstädtischen Bahnhöfen und auch an den Bushaltestellen. Und es gibt solche Raumkonzepte, wo die Pendlerströme langlaufen und da stehen und danach sind halt auch die Stationen ausgerichtet und auch die Rückholkapazitäten. Also es ist zum Beispiel so, dass am Ende am Feierabend die meisten Räder am Hauptbahnhof stehen, weil die Leute, die ganzen Pendler nach der Arbeit mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren und dann mit dem Bus und Bahn nach Hause, wenn sie nicht in Kiel wohnen. Und das ist ein bisschen alles mit eingeplant und dann sind halt mehr Kapazitäten, die Fahrräder nachher von den Bahnhöfen wieder zurückholen und auf die Stationen in der ganzen Stadt verteilen. Also das ist schon mit in der Strategie mitgedacht. Und ihr habt jetzt gesagt, ihr habt keine Digitalstrategie oder keine Smart City Strategie. Doch, habt ihr eigentlich schon, ne? Weil ihr habt ja so verschiedene Module definiert, oder? Genau, also wir haben keine große, also wir haben
Wir haben halt unsere Richtlinien und es gibt verschiedene Strategien für verschiedene Bereiche, die sich teilweise überlappen. Also wir haben zum Beispiel eine relativ umfangreiche Mobilitätsstrategie, wo halt zum Beispiel dieses Bike-Sharing drin ist und auch die Bus-Realtime-Fahrdaten. Und wir haben auch unser großes Zukunftskonzept, wo auch viele Sachen drin sind. Und es ist ja auf viele unterschiedliche Strategiepapiere verteilt. Und es gibt nicht für den digitalen Bereich die zentrale große Strategie, wo alles drinsteht. Also wir haben unsere Key Digital Seite. Da stehen ganz viele Projekte drin, aber die strategische große Zielsetzung erfolgt in den einzelnen Papers. Okay, und ist das praktisch? Ja und nein. Also es ist nicht praktisch, wenn man alles auf einen Blick haben möchte, aber es ist okay, weil man sonst ganz viele Sachen 4 oder 5 Mal definieren müsste und man definiert naturgemäß nicht immer 4 oder 5 Mal das Gleiche, sondern unterschiedliche Sachen und dann gibt es Zielkonflikte und dann weiß man nicht, nach welcher Richtung man sich richten soll. Okay, wunderbar. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn du dir jetzt die Zukunft vorstellst, was würdest du dir wünschen? Was für ein Projekt wäre in Richtung Smart City oder Digitalisierung noch eins, wo du sagst, das wäre total großartig, wenn das in Kiel käme? Oh, ich würde mir, glaube ich, gerne noch was in Richtung Nachhaltigkeit und Green IT wünschen. Also, ich habe ganz interessante Veranstaltungen gemacht mit unserem Digitalisierungsminister und Maria Köhn vom Umweltbundesamt über die Nachhaltigkeit von IT-Systemen. Also, wie viel Strom zum Beispiel Open Office im Vergleich zu Word braucht und wie grün eigentlich die ganzen Rechenzentren sind und inwiefern die Digitalisierung halt auch immer höheren Stromverbrauch hat und immer mehr Qualität halt auch immer mehr Strom braucht und was man da eigentlich machen kann, um zum Beispiel einen grünen Engel oder für Softwaresysteme zu entwickeln und halt auch einfach die Energiesparsamkeit von Softwaresystemen voranzustellen. Und ich glaube, da kann man auch eine ganze Menge Energie sparen und ein bisschen was für das Klima tun. Und das fände ich eigentlich ganz interessant, in die Richtung nochmal einen Vorstoß zu machen. Gerade im kommunalen Bereich bestimmt auf jeden Fall. Okay, vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Sven. Es hat mich sehr gefreut. Gar Ich kein wünsche dir noch Problem. einen schönen Dir Tag. auch. Dann mache ich jetzt mal. Wo ist denn Ja. hier der Stoppknopf?